We just got a letter. We just got a letter. We just got a letter. Wonder who it's from. Gut. Er kann sich noch an die Serie erinnern von früher. Boah, schon, muss schon über 15, 20 Jahre her sein. Wie ihr aus dem Titel entnehmen könnt, sind meine gegradeten Karten wieder back. Ich hoffe, wir haben mindestens eine 10 mit dabei. Aber ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Vor vier Wochen habe ich ein Video veröffentlicht, wo ich sage, welche Karten ich zum Grading schicke und wo. Es war PGS. Ich habe jetzt für die 5 gegradeten Karten insgesamt 95 € bezahlt, ungefähr, ja, inklusive Versand. Also ist ein ganz okayer Preis fürs Grading. Das waren meine 5 teuersten Naruto-Karten, die ich besitze. Die habe ich dann jetzt zum Grading hingeschickt. Und ich hoffe echt, dass wir ein paar Banger haben. Also echt, wirklich, ich hoffe wirklich auf mindestens eine 10 von 10. Oh. Oh je. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr denkt, was wir heute für Grades bekommen. Das würde mich echt interessieren. Und wie immer, ab 1000 Abonnenten auf TikTok und auf YouTube mache ich ein Giveaway und es wird 3 Gewinne insgesamt geben. So, sonst keine Zeit verlieren. Es war sogar auch das erste Mal, dass ich Karten allgemein zum Grading geschickt habe. Ich habe mal Karten bei Giveaways vom AOG gewonnen. Ganz lustig. Aber ich weiß nicht, wie das hier jetzt abläuft. Ne? Wie die Karten angeordnet sind. Deswegen, ich schiebe die hier kurz raus. Okay. Gut, die sind hier in so einem weißen Beutelchen. Sieht ein bisschen komisch aus. Okay. Irgendwie so nacheinander. Raus. Okay. Es ist die Sasuke NR-Karte. Da habe ich gesagt, wir bekommen hier eine 8,5. Von hinten sieht es super aus. Vorne keine Printline. Ich habe schon Karten gesehen mit Printline. Deswegen. Ich habe auch Fehlcuts gesehen. Das war auch ganz lustig. Aber es sind halt immer die Corners, die halt ein bisschen beschädigt sind bei diesen Karten, was echt schade ist. Centering sieht gut aus. Deswegen denke ich, dass diese Karte eine 8,5 bis 9 bekommt. Mal gucken, was es wird. Und wir ziehen. Sasuke. NR in einer 10. Ach du meine Güte. Graded 2023. PGS Grading. Meine Güte. Boah, Centering 9, Edges 10, Surface 10, Corners 10. Mashallah. Okay, dann hat sich mein Auge getäuscht. Also ich bin auch bei Karten, wenn es geht. Ich bin sehr kritisch. Aber mashallah, dass wir hier eine 10 ziehen, die habe ich selber gezogen. Das ist auch das Geile. Oh mein Gott. Geil. Okay, das freut mich echt. So. Oh, okay. Machen wir weiter mit der Tsunade. Okay, es kann sein, dass ich mich jetzt bei jeder getäuscht habe, leider. Deswegen mal gucken. So, bei der Tsunade habe ich gesagt, dass diese eine 9 bekommt. Hatte große Mankos hat. Ne? Also die hat jetzt keine Printline, aber die hat hier unten so eine kleine Delle und hier oben so eine kleine Delle an den Kanten. Hinten sieht sie auch ganz clean aus. Und vom Centering kann ich, also hier sieht man ja diese Ränder, vom Centering her ist es auch eine 10. Also ich denke, diese Karte wird eine 9 bekommen wegen diesen 2 Dellen hier. Was wird's sein? Jetzt sieht auch eine 10. Mashallah. Oh, ich freue mich gerade
Ernsthaft, sogar hier mit einem Sentring 9,5. Ja, das Sentring sieht echt geil aus. Corners, Surface and Edges. Alles makellos. Okay. Anscheinend hat sich Lucio komplett geirrt. Okay. Drehen wir mal. Okay, das ist die SE-Karte. Die machen wir als letztes. Die SE-Karte machen wir als letztes. Okay. Machen wir weiter mit dieser Karte. Das ist die Naruto CR-Karte. Das ist eine Baba-Karte. Da habe ich gesagt, dass ich eine 9,5 bekomme. Oder ich hoffe, ich bekomme eine 9,5. Diese Karte hat hier oben eine kleine Delle. Sieht man, glaube ich, jetzt nicht ganz. Da oben hat sie eine kleine Delle. Keine Printline. Sandstring ist wie bei jeder Karte eigentlich sehr, sehr gut. Und hier unten hat sie eine kleine Delle. Ich glaube, von der Auflösung von meiner Kamera her kann man es leider nicht so gut sehen. Und deswegen denke ich, das wird eine 9,5 sein. Und auch eine 10. Bekommen wir heute nur 10er zurück? Das wäre so wild. Das wäre so wild. Oh mein Gott. Sandstring 9,5, Surface 10, Edges 10, Corners 9,5. Ja, okay. Da, ja, okay, das ist klar. Cases sind echt stabil. Okay, sorry, ich lasse mich hier gerade ein bisschen ablenken. Dann wird das hier die Orochimaru CR-Karte sein. Auch eine sehr wilde Karte. Da dachte ich sogar selber, dass ich eine 10 bekomme. In meinen Augen ist diese Karte makellos. Also mindestens eine 9,5. Und das werde ich auch gleich erklären. Hinten sieht man keine einzige Delle. Auch hinter diesem Blatt ist keine einzige Delle. Also wirklich nichts. Vorne keine Printline. Nee, das war von der Hülle. Und Centering ist perfekt. Also diese Karte, denke ich, wird eine 10 bekommen. Okay, Jungs und Mädels, Ladies and Gentlemen, was bekommen wir bei Orochimaru? Da bekommen wir nur eine 9,5. Oha. Oha. Warum das? Warum das? Okay, da muss ich mir dann beim QR-Code angucken, weil hier haben wir eigentlich auch Centering 9,5, Edges 10, Surface 9,5 und Corners 10. Okay, das wundert mich ernsthaft, warum wir hier nur 9,5 haben und hier eine 10. Ah, es kann sein, dass wenn das Surface niedriger ist als die Corners, dass da irgendwas irgendwie ist. Muss ich mich nochmal richtig informieren. So. Kommen wir zu meinem heiligen Gral. Zu meiner teuersten Karte in meiner Sammlung. Und zu meiner ersten SE-Karte. Kleiner Hint. Es kommt noch ein Video. Ich habe jetzt nur nicht nur noch eine SE-Karte, ich habe sogar jetzt insgesamt drei SE-Karten, aber. Ah, seid gespannt. Ich sage, wir ziehen hier leider nur eine 8. Ja? Und hier oben auch. Also die zwei Stellen, wo so ein bisschen reingedrückt worden ist, da kann es leider halt ein bisschen schlechter werden. Und die wurde auch, also die wurde halt nicht sehr gut geschnitten. Also das, womit die in der Fabrik schneiden, das war ein bisschen stumpf, deswegen ist hier oben auch ein bisschen rau. Deswegen denke ich, dass diese Karte eine 8 bis 8,5 bekommt. Wird es eine 8 oder wird es eine 9? Es wird eine 9,5. Ich glaube, die haben ein bisschen zu nett hier gegradet. Okay, Naruto Kaiju-Karten sind auch relativ neu bei PGS, ne? Es gab hier und da schon ein paar andere Leute, die die Karten bei PGS gegradet haben. Aber dass wir hier eine 9,5 ziehen, ist für mich ein bisschen zu nett.
Ne? Weil beim Surface ist, da gibt es halt eine kleine Delle, aber dass die Delle nur einen halben Punkt Abzug gibt, ist mir ein bisschen fragwürdig. Nichtsdestotrotz freue ich mich wirklich über die Grades, dass wir drei Zehner gezogen haben. Drei Zehner und zwei 9,5er. Das ist echt ein Big Hit. Ein kleiner Thumbnail. Nein, war nur ein Spaß, aber dass wir echt so geile Karten gezogen haben. Und mit 13er, das habe ich nicht gewettet. Aber leider gab es keine 10 von 10 mit auch Subgrades einer 10 nicht. Echt schade. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich echt über ein Like freuen oder, und über ein Abo. Und bis zum nächsten Video.